steh, bevor du da. Genau. Ha, ihr habt den besten Start hingelegt. Oh, wird's gleich geschmissen. Okay. Also, ich nehme das jetzt einfach auf, gell? So, ich habe erstmal im schwarzen Bildschirm da. Warum weiß ich nicht so genau? Normal, ach, ich weiß schon. Weil ich in TeamSpeak Wow. aufnehme. Schlecht, ey. Bester Mann. So, aber jetzt, wow, best game ever. Motocross the Force. Wir können das ja dann nur online stellen. Der Lukas, also Freund von mir, tut das gerade live streamen und das habe ich auf meinem Genau. zweiten Bildschirm und das schaut einfach super aus. Also, man kommt erstmal, kommt man so eine schon mal, es gibt kein Intro oder sowas und dann kann man da schon mal, wow, die Bike-Farbe ändern. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwo eins, was man sieht, das Gerät jetzt da, No Name steht drauf. Und dann, go. Dann kann man sein Manschkal auswählen. Das ändert auch nur die Farbe, also das ist total. Ich nehme jetzt da einfach das da. Oh, na, das ist auch grün. Das da. KTM, na, naja, was weiß ich. Go. So, und jetzt gibt es da schon einige Maps. Also, ich habe die erste Version einmal gespielt vor ungefähr 10 Jahren. Und es gibt schon einige Maps da. Und damals hat es einfach nur zwei Maps gegeben. Und die waren einfach alle unendlich. Und ich spiele jetzt einfach mal die Oh erste. na, Bullshit, das waren vier. Es waren vier Maps. Okay, es tut mir leid. So, und tschüss. Und man sterbt mit den Pfeiltasten, das ist ein bisschen strange. Und den schmeißt einfach bei jeder Gelegenheit. Die anderen vom perfekt. Na, jetzt hat es einen Ohren gespissen. Und man kann noch mit WASD-Tasten kann man noch unterm Genau. Fliegen so seitwärts machen und sowas. So, Es hui. bringt aber eigentlich gar nichts. Gar nichts, ne? Mal schauen, ob die Map jetzt da unendlich lang ist. Früher waren da immer so Strommasten gestanden und hin und wieder haben wir mal genau einen drauf, das hat einfach so geil ausgeschaut. Wenn es wirklich wirklich mit 120 voll jede Strommasten ohne donnerst, was? Muss da mal in echt machen. Boah, das hat mich fast schon lange nicht geschmissen. Und ich glaube, da gibt es keinen Graben. Ich habe vorhin eine Map gespielt, so testweise, und da hat es einen Graben gegeben und aus dem ist man nicht rausgekommen. Oh, aber ich glaube, jetzt schaut es wieder nach Graben aus. Na doch nicht. Man sagt, oh, man ist Map, also meine Leute fahren noch fleißig im Kreis. Und ich weiß nicht genau, wo ich am Bildschirm gerade rausgefahren bin, aber ich denke mal, Oma oder rechts. So, zumindest zeigt der Pfeil so nach hinten, also vorher wahrscheinlich nach Oma aussehe. Da ungefähr, da wo die MSI-Schrift ist. Ja. Und ich finde das der Wahnsinn, der steigt jetzt mal wieder auf das Motorrad auf. Das ist so Immer strange. so gegeben, dass sie sehr tapfer ist. Genau. Und du eigentlich fahren wir durch so komische Base durch, dass du. Ey, ja, weil das ja cool. Jetzt Ja, hört sich lustig fahren an. wir mein Motorrad ohne mich weiter. Dann im Spiel ist ja, dass es ein Ladescreen gibt. Ja! Du geil. Oh, Lukas, schlecht. Oh. Okay, bei mir ist das gerade abgeschmiert aus irgendeinem Grund. Ich starte das mal ganz schnell. Nein, ich hab das einfach ein Black Screen. Viel Spaß damit. Und, also, das ist ein Must-Have. Das muss man mal ausprobiert haben. Ja, Mann, schreib's nice. mir nicht die ganze Zeit an. Also, ich nehme jetzt einfach das da und einfach den Spieler und. Die haben wir, glaube ich, schon gehabt. Nein, haben wir noch nicht gehabt. Gott, was ist mit der Strecke Die haben los? wir schon gehabt. Die da. Aha, ist ein wenig langweilig. Einfach einen 90-Grad-Hügel einfach Den erklimmen. probieren wir jetzt aus. Und wir nehmen jetzt da mal 20 Bikes und 0 Human Players. Jetzt können wir bei den anderen zuschauen wahrscheinlich. Genau. Chill Track. Chill Perimeter. Ich kann mal hier jetzt zuschauen, bis alle failen. Ah, nein, ich bin einer von denen. Aber der fährt perfekt. Ui. Oh.
Jetzt hat sie schon wieder geschmissen. Bei mir war es so, dem ich zugeschaut habe, das war der Beste. Oder der hat es irgendwie gewungen oder irgendwie sowas. Wenn man da überhaupt gewinnen kann, keine Ahnung. Wie sie schmeißt, der war nach dem anderen. Also wenn das so in echt war. Echt geil. unter Options. Escape und dann Options. Das ist so strange. An der rechten Seite ist ein Button mit Options. Okay, aber jetzt reicht's, jetzt fahren wir wieder selber. Schau kurz her, Walter. Ah, oh, jetzt ist schon wieder abgeschmiert. Roland, schau mal bei mir. Wir sind 1000 Meter hinterher. Wieso? Okay, macht einfach ein Rad. Ah, oh, das ist ja furchtbar, das Spiel. So, da haben wir wieder. Die Scheiße. Schauen wir mal, wo waren die da? Die Bubble öffnen aus. Wieder 20 Leute auf oder ein 1er. Das ist einfach eine ganz gerade Strecke ohne alles. Da gibt's kein Ziel. Und jetzt von alle im Kreis. Hey, schaut's mal in meinem Stream. Der fährt jetzt einfach alle im Kreis und jeden schmeißt einfach. Geil! Was ist das für eine Map? Ich glaube, das ist die, wo ich selber erstellt habe oder so. Ich weiß nicht. Echt jetzt? Ja, einfach ohne Ziel. Also okay, das ist das Beste. Schau mal, dass ich den Track Editor zum Laufen bringe, du. Ach, das ist schon funktioniert. Das komm, ist so mach. Cool. Oh mein Gott. Also das beste Spiel. Die Side-by-Side-Konfiguration ungültig ist. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungsprotokoll. Weitere Details können Sie. Was? Kapier nicht. Hey, Lukas, wie kommst du auf die Map? Ja, ich glaube, die habe ich selber erstellt. Da gibt es einfach kein Ziel nicht. Die fahren da einfach. Ohne wie die sich gegenseitig zusammenfahren. Ja. Tracks, Das ist ja voll geil gelöst eigentlich. Okay, mein Ding läuft immer noch mal Aufnahme. Also das kommt alles in den Stream mit Schnitt. Ja, natürlich. Ich tue das nicht mehr nachbearbeiten, das lade ich einfach ganz hoch. Ja. Wo ist denn jetzt das Spiel? Da ist. Da müsste jetzt mehrere Dinger geben, mehrere Maps. Jetzt suchen wir uns noch eine gescheite Map aus da. Schauen wir alle durch. Die schaut langweilig aus. Hey Rolo, wir müssen nochmal eine separate Aufnahme machen. Dass wir das Spiel nochmal extra vorstellen. Exklusiv YouTube mit besserer Qualität. Und alles mögliche. Ich hab's eh schon als YouTube-Video laufen. Ich hab's schon aufgenommen mit OBS. Aber nochmal richtig ungestört und ungespielt. Was? Genau, umgespielt. Mein Motorrad fliegt einfach 1000 Meter weit weg. Ich seh's gut, ja. welche Netzwerke? Denn die schaut so glor aus, da irgendwie. Aber die haben wir, glaube ich, vorhin schon gehabt. Ich hab die kleinste. Was ist denn das? So, go. Go, shit. Wenn die alle ineinander fahren. Ich glaube, die Map ist wirklich die kleinste. Ich schau mir das jetzt das Ganze mal an, wenn die jetzt alle an mir vorbeifahren gleich. Ich bin der beste Map-Creator aus dem ganzen Spiel. Da fahren jetzt 20 Leute bei dir einfach nur da rundum. Ja. Die schauen sich strange aus. Da vorne, da kommen die Ersten. Und sie brettern um die Kurve. Warte, jetzt stellen wir uns mal irgendwie so hin, damit wir was bewirken, da. Ja. Boah, den haben wir voll abgemacht. Okay. Das ist so geil. Wie schnell geht denn das maximal? 100. 120 geht das. Ungefähr, ja. Der hupft die ganze Zeit auf geraden Boden, aber ich weiß nicht warum. Boom, du schmeißt uns wieder. S, Doktor. S? Ach so. Wenn man.
Schaut so mit meinem Stream, der Terrain Editor. Was? Da haben wir ein wenig größer. Gibt's mal gerade. Da besteht die Welt einfach aus einer komischen Textur. Wo sieht denn die scheiß Map wieder? Ich probier's aus, Walter. Bei mir hat der scheiß Modler nicht funktioniert. Das geht, das geht, das geht, das geht. Hey, warte mal, ich hab noch so ein Trash-Game. Wo ist denn das? Das komische... Was ist Trackmania? Na, das andere, das mit den... mit den... Carrera-Dings da. Gott! Boah, das ist bloß zu, oder? Das ist ein Master. Hier war die Riesen. Riesenpunkte auf den. Kommt zu meinem. Zu mir. Gar nicht. Ich hab die ganze Zeit offert. Okay, dann sechst du es gleich. Was? Mit GF, ey, du fällst leid einfach. Ja, die fallen vom Himmel und was ist das da? Oh mein Gott. Die Texturen. What the fuck, ey? 1A. Wie haut man denn diese riesen UI weg? Das ist so richtig strange, wie sie das aufbaut, gell? Lol. Wie kriegt man das? Oh, die Sky-Texturen. Sie schnell beim Task-Manager abscherzen. Na doch nicht. What the fuck? Es laggt übrigens ganz leicht im Stream gerade. Ja, so ganz ein bisschen. Oh, aber bei mir werden 0 verworfene Frames gezeigt. Ja, momentan geht's eigentlich. Ah, YOLO. Die Minimap und die kleinen Punkte, das ist so. Das ist echt gut. Geil, einfach. Man kann, man kann.